Moin, moin, heiße ich euch alle und willkommen zu FIFA 15. Heute spielen wir Virtual Bundesliga. Die letzten beiden Begegnungen, die wir noch offen haben. Wir haben noch zwei Dinger zu erledigen. Drei Punkte für den Titel. Mal gucken, ob wir das schaffen wir noch in dieser Saison. Wir haben ja auch ein paar Tage Zeit. Und jetzt geht's los. Wir spielen wieder mit dem FC Bayern München. Mir wurde vorher noch gesagt, ich solle doch eine bestimmte Aufstellung nehmen und nicht irgendeine. Ja, hier gehen leider gerade hier alles ab, deswegen ich hoffe, dass das ja nicht so schlimm ist. So, wir gucken mal heute, wie das aussieht mit dem ganzen Downloaden und hast nicht gesehen, joa, zurückgesetzt, joa, passt schon. Löschen abgeschlossen. Aufstellung? Ja, die Aufstellung gefällt mir nicht so ganz. 3-4-3. Weiß ich nicht, ob das so positiv ist. Also generell wurde mir gesagt, dass ich einige Aufstellungen, also dass ich eine bestimmte Aufstellung jetzt mal testen soll, mal gucken soll, ob wir damit dann die letzten drei Punkte in den letzten Spielen holen. Natürlich spielen wir weiterhin mit unserem klassischen 4-3-3, wobei man das halt überlegen kann, ob wir dieses 4-3-3 nicht einfach mal umstellen. Weil generell zum Beispiel dieses hier könnte man auch spielen, aber wir spielen weiterhin 4-3-3. So, die Frage ist jetzt offensiv, normal oder halten. Ja, die Frage ist wegen dem Halten, dass wir defensiven Mann haben oder nicht, oder doch oder wie auch immer. Und dementsprechend machen wir das heute mal mit der Aufstellung, mit der man mir gesagt hat, dass ich spielen soll. Also, Alaba natürlich links, Dante in die Mitte, Boateng. So, da ist jetzt dann die große Frage auch, Boateng wirklich oder nicht? Rafinha raus und da ist jetzt die Frage, Martinez wurde mir gesagt. So, da ist dann jetzt die Überlegung für Dante oder für Boateng. Das wurde mir offengestellt, ob ich es jetzt für Dante mache oder für Boateng. Generell eher für Dante, weil wir haben ja gesehen in den letzten Spielen, dass das mit Dante überhaupt nicht so richtig funktioniert hat. Das heißt, Martinez neben Boateng, Bernhard raus, ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Heuberg könnten wir rein theoretisch auch aufstellen dort. So, aber mir hat man gesagt, dass es das nicht sein soll. Vorne Götze nicht, sondern im Mittelfeld. Dante natürlich nicht in den Sturm. Den stellen wir wieder raus. Und zwar für Franck Ribéry. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, Ersatzspieler einzusetzen. Aber ich glaube, ja, Bartstuber. Bartstuber, den brauchen wir immer mal wieder. Ne? Hat man ja gesehen, ich setze ihn gerne ins defensive Mittelfeld ein. Ist besser, weil, ganz ehrlich, vorsichtshalber, ne? Dann haben wir noch neben vorsichtshalber noch einen vorsichtshalber Spieler, nämlich Müller. Den setzen wir überhaupt nicht ein. Alonso, Götze und Schweinsteiger sollen das Mittelfeld festigen. Vorne im Sturm Ribéry, Robben. Robben also nicht als offensiven Mittelfeldspieler, sondern direkt als Stürmer. Lewandowski nämlich, soll er nämlich bedienen. Und von daher würde ich mal sagen, können wir so lassen. So, aufstellungstechnisch hat man mir auch gesagt, ich sollte mal überlegen, die Rollen besser zu verteilen. Also Lewandowski den Elfmeter schießen lassen, Franck Ribéry die Freistöße, langer Freistoß. Ah, Alaba ist, glaube ich, die beste Wahl, aber wir nehmen Xabi Alonso, weil der einen richtig harten Schuss haben kann. Ja, kann. Hoffen wir mal, dass wir trotzdem im nächsten Spiel das mit dem harten Schuss auch mal sehen können und zeigen können. Und gucken wir mal, gegen wen wir denn heute antreten. Ja, also heute maximal zwei Bundesligaspiele. Heute die Frage des Tages, ne, die Frage des Tages fällt heute wieder aus, weil Virtual Bundesliga. Ja, morgen dann eventuell auch, je nachdem, wie wir jetzt abschließen. Gegen wen auch immer. Letzter Zeit durften wir ja Gott sei Dank nicht immer nur gegen Borussia Dortmund spielen, was natürlich super ist. Aber gucken wir mal. So, Gegner gefunden. Ja, wie gesagt, das klappt wahrscheinlich auch mit der einen Variante nicht, mit der, dass wir zu Hause spielen. Das geht ja erst ab dem 5.11. habe ich schon einige Anfragen rausgesendet, zumindest an die, wo ich meine, okay, ne. Wenn ihr jetzt noch keine Anfrage bekommen habt,
heißt es nicht unbedingt, dass ich euch nicht anfeuere, der nicht an dem Tag spielen kann, lassen möchte, wie auch immer. Sondern das ist dann so, dass ich ja den Plan erstmal anders gestellt habe. Also, wenn ihr noch keine Anfrage bekommen habt bezüglich, können wir denn mal gegeneinander spielen? Und ich habe euch jetzt gesagt, okay, machen wir am 5.11. Oder am 6.11. Ne, nicht böse sein. Es ist einfach so, dass wir halt nach und nach und ich hake so ab und ne, einige haben vielleicht auch gar keine Zeit. Also die ich angefragt habe, okay, ich glaube, bei einem habe ich noch keine Antwort bekommen, aber bei den anderen habe ich Antworten bekommen. Und das ist unter anderem der Kevin, gegen den wollen wir online spielen. Ja, wenn es funktioniert. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, ne, weil ich ja umgestellt bin von Vodafone zu Telekom. Und das kann ja sein, dass das gleich am allerersten Tag der Freischaltung bei Telekom vielleicht irgendwas im Wege steht. Also ich hoffe nicht, aber es kann sein. Und wenn es der Fall ist, werdet ihr das dann auf Facebook und auf Google Plus sehen. Hm? Da müsst ihr mich ja schon irgendwie da kontaktieren. Also ihr nicht, sondern ich euch, also ihr wisst, wie ich das meine. Also bei Facebook wird das dann stehen, es tut mir leid und bla bla bla. Aber das hoffen wir mal nicht. Und wenn doch, ja, dann verschieben wir das. Nämlich auf den Tag, Verbindungsfehler, auf den Tag, der dann dementsprechend passend ist. Also beispielsweise, wenn das jetzt am 5. nicht geht, dass wir das irgendwann im Dezember machen. Aber, ne, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann glaube ich, wird das noch über Vodafone laufen. Obwohl, ich glaube, per Anschluss, wenn der Anschluss aktiviert ist, dann ist das mit dem Vertrag und ich glaube, irgendwie so war das. Ja, sonst muss ich da wieder anrufen. Die Leute von Vodafone sind echt unmöglich. So. Ja. So wie hier diese Verbindung, ne? Ihr seht, im Endeffekt Gegner gefunden. Wir hätten ein Heimspiel, aber Vodafone lässt es nicht zu. Die sagen, nein, darfst du nicht. Du darfst kein Heimspiel haben. Du musst auswärts spielen, weil du den und den Port nicht hast. Deswegen wird immer die Verbindung unterbrochen. Und das ist halt leider das Problem, weswegen ich nicht gegen euch antreten kann, obwohl ich es möchte. Aber es wird mit der Telekom, das sieht man ja alleine schon an einem Trikot der Bayern, wird es auf jeden Fall besser laufen. Wenn nicht, ja, dann weiß ich zumindest, dass der FC Bayern München nicht mehr lange unser Team sein wird, was wir betreuen. Aber ich habe ja auch schon erwähnt, im Info-Dings da, dass wir Virtual Bundesliga so noch ein bisschen spielen, so ein bisschen. Aber jetzt nicht bis zur ersten Liga, weil das einfach erstens zu lang dauert und zweitens, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das jetzt alles dann immer alles nachzusynchronisieren, obwohl rein theoretisch schon, es ist sinnvoll, ja. Füllt auch schön, aber ich möchte halt lieber gegen euch antreten, als gegen Hans und Franz. Und ja, Verbindung abgebrochen. Ja, auf Auswärtstrikot, wir switchen durch. Gegen irgendwen werden wir schon antreten heute. Ich werde das so lange machen heute, bis wir gegen jemanden antreten. Jawohl. So lange kann ich erzählen, was ich möchte. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass das funktioniert bei der Telekom mit am 5.11. Wenn es nicht funktioniert, wird es auf Facebook veröffentlicht auf der Seite Immo615. Sowie der Kontakt zu mir. Der, ganz viele haben schon angefragt, oh, magst du mich mal hinzufügen und dies und das und jenes. Ihr könnt mich hinzufügen, ihr könnt mich alle hinzufügen. Ich füge keinen hinzu. Ihr müsst mir schon eine Anfrage stellen, dann werde ich euch hinzufügen. Der Name hier ist einfach Immon-615. Sehr simpel. Also Immon-6510. Ganz simpel. Einfach anfragen, schickt hin. Ihr werdet halt immer jedes Mal gespoilert, ne? Das ist ein großer Nachteil, ne? Wenn ihr mich als Freund hinzugefügt habt, seht ihr ja, wie ich gespielt habe. Und dementsprechend wisst ihr dann schon im Voraus, boah, so und so hat er gespielt. Kann Vorteil sein, kann auch Nachteil sein. Die andersrum, ihr wisst ja, wann ich gespielt habe. Und ihr wisst auch gegen wen. Aber andersrum, ne? Egal. Du, egal. Bei dem Turnier, was ich jetzt letztens veröffentlicht habe, habe ich mir da überlegt, das nämlich nicht zu machen. Nein, ich werde dann immer offline sein, also ich werde dann nicht verbunden sein und schnarsner und da und dies und das. Ich kriege zwar keine Punkte, ja, ich weiß, aber andersrum, ihr werdet nicht gespoilert. Ihr, die mit mir hier befreundet seid. Also, ja. Ja. Ach ja, für die Leute, die jetzt denken, so von wegen mit mir befreundet sein, muss man Abonnent sein. Nö.
Kein Gegner gefunden. Schön. Ihr müsst nicht mit mir hier, ihr müsst nicht das, diesen Kanal abonniert haben. Ihr müsst nicht mit diesem Kanal verbunden sein. Und das ist jetzt eine Verbindung. Wir können endlich gegen jemanden spielen auswärts. Müsst ihr alles nicht. Also es ist relativ Wurst. Ihr könnt auch nur ein einziges Video geguckt haben und trotzdem mit mir befreundet sein. Rein theoretisch. Also, ne, das ist Wurst. Solange ihr halt die Regeln befolgt, ne, dass wenn da irgendwie steht, dass ich irgendein Spiel spiele, dass ihr dann mich nicht anschreibt. Also, denn sonst könnte es sein, dass ich euch lösche. Eventuell. Oder blockiere sogar. Willkommen aus der Bundesliga. Heute heißt die Begegnung Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Und hier ist die Mannschaft von Borussia Dortmund. Seit kurzem mit Einlaufmusik und seit kurzem mit allem anderen. Heute in Dortmund. Schauen wir mal, wie oft wir heute die Dortmunder Hymne hören. Und wie oft wir sehen, dass die Dortmunder sich freuen. Heute die Dortmunder in Weiß gegen den FC Bayern München in Schwarz. Und in Reus. Wasserschneider, Schiedsrichter. Und natürlich, ja, wenn jetzt der ein oder andere meint hier, oder im Hintergrund ist irgendwie eine ganz komische Musik, ja, der DJ war's und damit herzlich willkommen aus dem Westfalenstadion oder besser gesagt dem Signal Iduna Park, was für die Altgesottenen immer noch das Westfalenstadion ist. Der FC Bayern München von rechts nach links in Schwarz gekleidet. Heute im strömenden Regen von Dortmund, ja, es hat den ganzen Tag geregnet und deswegen muss man heute ein bisschen vorsichtig sein. Rutschiger Rasen, rutschige Spieler. Kagawa. Oh, Boateng kann ihn rausklären. Also Dortmund will gleich am Anfang dieser Partie einen Punkt setzen. Mkhitaryan und Neuer auf Position. Die Aufstellung, ja, wir haben gesehen, der Dortmunder, richtig, der Bayern ist fast identisch der letzten Spiele. Lewandowski auf Robben, aber der hat schon abgewunken, das haben wir gesehen, der hat abgewunken. Es war abseits, ja, aber fast, also da weiß ich nicht, ob er dann hätte abwinken müssen. Vielleicht hat er auch den Linienrichter gesehen, dass der die Fahne hochgehoben hat. Und dementsprechend steht es noch nach 7 Minuten 0:0. Die Bayern, ja, als letztes mit 2 Niederlagen. Also, da wurde der Trainer schon scharf kritisiert. Deswegen heute auch den leichten Taktikwechsel. Xabi Alonso. Alaba, der ja mittlerweile sogar mit vorne wirkt. Götze. Götze gegen Durm. Götze! Ja, gegen seine alten Freunde. Aus Dortmunder Zeiten. Weidenfeller im Tor, der Dortmunder. Also nicht irgendwie irgendwelche großen Änderungen gegenüber den letzten Spielen. Fehlpass von Kehl. Robben. Vorbeigegangen. Robben mit der Möglichkeit und Weidenfeller zur Stelle. Wie man sehen kann, der Rasen klitschnass. Also, das wird heute schwierig für beide Torhüter und für die Stürmer. Ecke Alaba. Das wird heute für die Spieler schwierig. Standhaftigkeit zu zeigen. Ecke und geklärt. Ramos. Eigentlich normalerweise im Sturm agiert, aber jetzt gerade versucht im Mittelfeld so ein bisschen hier Aufbauarbeit zu stellen. Ribéry. Das ist Lahm. Lahm und der schießt den eigenen Mann an. Den Lewandowski. Einfach angeschossen. Natürlich, das kann natürlich auch ganz, ganz böse sein. Das kann auch böse ins Auge gehen. So wie jetzt hier der Konter direkt. Kagawa mit der Möglichkeit. Ja, Konter. Ganz gefährliche Sache. Na, sowas hast du halt manchmal, was nicht funktioniert. So, Fehler von Neuer. Direkt zum falschen Mann, Mkhitaryan. Und Alaba kann sich den Ball holen.
Aufbauspiel der Weißen. Bender. Ja, Aufbauspiel direkt blockiert von Boateng. Lewandowski. Aufbauspiel der Münchner. Auch direkt schön aus den Angeln genommen. Ramos und Boateng. Schweinsteiger. Ball geholt. Bender. Kagawa. Kagawa. Jetzt alleine vor Neuer. Kagawa. Und Martinez kommt noch gerade so richtig. Und dann nochmal Kagawa. Die große Chance der Dortmunder hier zur Führung zu setzen. Und sie verpufft, weil Kagawa direkt auf Neuer geschossen hat. Lewandowski tänzelt am ersten vorbei. Kommt aber nicht am zweiten vorbei. Kann sich aber den Ball direkt wiederholen. Alonso. Xabi Alonso. Der eigentlich als Defensivmann eingesetzt ist, aber hier in der Offensive relativ viel rumtänzelt und Pfosten. Robben mit der Riesenmöglichkeit gegen den Pfosten. Lewandowski. Lewandowski. Also gleichwertig beide Mannschaften nach 28 Minuten. Hier sind aber noch keine Tore gefallen. Die Frage lautet nur noch, wie lange es dauert. Lewandowski. Gegen Sokrates, super durchgesetzt. Lewandowski! Er fässt sich am Kopf und sagt, wieso bloß? Und was war das denn für ein Fehler von Weinwiller? Robin und Lewandowski und jetzt ist er drinnen. Riesengroßer Fehler von Roman Weidenfeller. Was macht der da? Der FC Bayern München führt in Dortmund. Was für ein Riesenfehler, den können wir leider uns nicht mehr sehen. Robin auf den Mann geschossen, auf Weidenfeller. Und Weidenfeller lässt den nach vorne abklatschen. Natürlich, der Robben kommt da nicht mehr nochmal ran. Aber Robert Lewandowski, der hier zur Führung setzt für die Münchner. Na, ich hab's doch eben gesagt, das Ding könnte hier noch das erste Tor verdienen. Und jetzt haben wir's. Jetzt muss Dortmund einen Weg finden, den Ausgleich zu erzielen. Lahm. Robben. Und Götze. Findet er eine Anspielstation oder versucht das alleine? Ja. Anspielstation. Ja, weiß ich nicht, ob das die richtige war. Martinez. Und Lewandowski. Und Hummels holt sich den Ball. Gut verteidigt. Ramos. Xabi Alonso. Franck Ribéry. Lewandowski. Ja, Anspielstationen sind da. Kurze Wege sind da. Hier im Regen ist es oftmals schwierig, lange Pässe zu spielen. Haben wir jetzt schon heute in diesem Spiel schon öfter gesehen. Kagawa. Kommt an Alaba vorbei. Kommt an Martinez vorbei. Kagawa und Neuer wieder auf Position. Aber andersrum, Kagawa direkt auf Mann geschossen. Natürlich, so kannst du den Ausgleich doch nicht erzielen. Götze. Guter Pass, Robben. Robben gegen Sokrates, Sieger. Robben mit der Möglichkeit und drin ist er, 2:0. Und dieses Mal sitzt er. Dieses Mal nicht auf den Torhüter geschossen, sondern einfach so, drin ist er, 2:0. Und da hast du es mal. Dortmund in einem Konter gelaufen, jetzt direkt vielleicht die Antwort, denkst du. Da wird aufgepasst. Arjen Robben, schauen wir uns das Tor nochmal an. Ja, eiskalt. So eiskalt wie der Niederländer ist, so hat er ihn auch gemacht. Piszczek sehr weit vorne mit dem Einwurf. Also nicht, dass er jetzt nach vorne gelaufen ist. Nein, nein, aber der fehlt hinten. Robben. Lewandowski. Lewandowski auf Götze. Ribéry, die lassen sie hier schön gewähren, sehr schön gewähren und das wäre fast das 3:0 gewesen. Also, die Dortmunder müssten ein bisschen beherzter rangehen, weil sonst sieht das hier ganz düster aus. Und das sieht hier ganz düster aus, Robin, mit der Möglichkeit 3:0, was macht der Weidenfeller da? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich jetzt der Dortmunder Trainer wäre, ich würde den Weidenfeller auswechseln. Was? Für welche Fehler macht er da? Weidenfeller. Ja klar, willst du denn den Abwehrmann da geben? Aber Robben steht da. Und macht das 3:0. Ich fass es nicht.
Die Dortmunder machen sich hier das Leben selbst schwer. Ja, Feld gibt keine Elfmeter, natürlich nicht. Das war zu theatralisch. Und es steht 3-0. Und das ist der Halbzeitstand. 3-0 für dem FC Bayern München. Die, weiß ich nicht. Also ich verstehe es nicht. Also Weidenfeller würde ich eine glatte 6 geben bislang. Also er ist für 2 der 3 Gegentore glasklar verantwortlich. So, dann schauen wir mal, was denn hier noch so abgeht. Wechseltechnisch brauchen wir nicht, wir führen 3-0. Und, oh, der Gegner hat abgebrochen. Tja, 3-0 gewonnen, aber ganz ehrlich, also was für ein Spiel. Titel! 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 Ja, wir haben den Titel! 5. Liga-Titel. So, das heißt, wir haben dann also anscheinend nur doch nur ein Spiel. Schade eigentlich. Ja, dann geht's ab in die 4. Liga, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir diese 4. Liga noch machen sollten. Ist recht, weil wenn man sich das mal anschauen sollte, wegen der Zeit, 14 Tage, weiß ich nicht. Also wir kriegen noch ein paar Punkte, wegen dort oben steht es. Du hast die Virtual Bundesliga 5. Liga gewonnen. Ja, wir können rein theoretisch jetzt noch weitermachen. Rein theoretisch, aber ich denke mal, dass das schon in Ordnung ist. So wie es jetzt steht, wir haben einen und einen halben Stern. Wir haben einen Aufstieg und einen Titel. Ja, wir haben noch viele, viele Spiele. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Nämlich in Saisons. Und ja, bis zum nächsten Mal.